Das ist aus dem FF, der Podcast über Fitness und Fortschritt, Food und Functional Training, über Flexibilität und Feinheiten aus der Welt des hybriden Trainings und des Triathlons. Dich heißen herzlich willkommen Jan, Gründer von Janne Team, und ich selbst, Tim, Gründer und Geschäftsführer des Fit und Fröhlich, der Akademie für besseres Essen, ganzheitliche Gesundheit und interdisziplinäres Coaching. Bei Aus dem FF bist du genau richtig, wenn du Fitness und Gesundheit nicht nur als Zustand erachtest, sondern sie als Lifestyle definierst. Wenn der Weg dein Ziel ist, dich der Fortschritt im Training antreibt und wenn dir nicht egal ist, mit welchen Lebensmitteln du diesen befeuerst. Jan und ich sprechen hier über alles, was uns bewegt. Wachse und bewege dich gemeinsam mit uns. Auf geht's mit Aus dem FF. Das ist der Aus dem FF Podcast. Wir reden wieder über Fitness und Fortschritt. Und am anderen Ende der Leitung erwartet ihr normalerweise Jan. Aber Jan ist heute nicht derjenige, der auf der anderen Seite sitzt, sondern wir haben heute einen Special Gast. Das ist die erste Gastfolge des Aus dem FF Podcasts. Und ich freue mich ganz besonders, eine bärenstarke Athletin hier begrüßen zu dürfen. Sie ist europäischer Champion bzw. European Champion. Sie ist World Champion der U21. Sie ist siebenmalige deutsche Meisterin und hat das Judo in Deutschland mit Sicherheit auf ein neues Level gebracht in ihrem Sport. Herzlich willkommen, Katharina Menz. Hallo, hallo. Ja, es ist mir eine große Ehre, der erste Gast hier im Podcast zu sein. Ja, also tatsächlich haben Jan und ich halt sonst immer über Fitness und Fortschritt gequatscht und irgendwann haben wir gesagt, ey, eigentlich haben wir so viele coole Leute in unserem Umfeld, dass wir definitiv mal ein paar einladen müssen, in unserem Podcast sprechen, und du darfst heute den Icebreaker machen. Oh, dann hoffe ich, dass ich hier keine negative Werbung für euch mache. Ganz und gar nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das richtig gut machen wirst und wir eine gute Stunde über die Dinge sprechen können, die uns bewegen. Das sind neben unseren Kategorien mit Sicherheit zwei Punkte, auf die ich dich heute gerne ansprechen würde. Aber Katharina, und daran wirst du heute nicht vorbeikommen, an unseren Aus dem FF Podcast-Kategorien. Und daher meine ganz gewiefte Frage, Katha: Was konntest du in der letzten Woche aus dem FF? Oh, was konnte ich da? Das ist eine gute Frage. Wir stellen hier nur gute Fragen. Oh mein Gott, komme ich hier direkt in die Bredouille. Aus dem FF konnte ich, obwohl Laufen lief gut. Ja, Laufen? Ja, erstaunlich gut, ja. Ja, das ist krass, weil du mir ja gerade im Vorgespräch auch noch kurz erzählt hattest, dass du auch erst aus der Corona-Quarantäne raus bist, ne? Ja, genau, richtig. Aber irgendwie, gut, es war dann auch schon Richtung Ende der Woche, da habe ich mich dann echt wieder fit gefühlt. Es war schön. Cool. Und Laufen ist normalerweise nicht so deine Favorite-Disziplin. Das stimmt. Ist leider nicht ganz so mein Favorite, aber muss halt auch sein. Ja, klar. Also definitiv ein Teil deines Sports, auf den wir jetzt zu sprechen kommen. Katha, ich fange vielleicht mal ganz zu Beginn deiner Judo-Karriere an. Wie kommst du zu deinem Sport? Ja, das ist ganz einfach. Mein Bruder kam irgendwann mal aus dem Kindergarten, hat gemeint, er möchte jetzt mit Judo anfangen. Hat dann auch damit angefangen. Ich als kleine Schwester natürlich immer mit dabei gewesen, zugeschaut. Und natürlich wollte ich das dann auch machen, musste aber noch ein ganzes Jahr warten, bis ich alt genug war und auch anfangen konnte. Und habe dann auch mit 6,5 rum habe ich dann angefangen. Das ist so das Einstiegsalter bei euch? Also das, wo man als Jüngstes einsteigen kann? Ja, also jetzt heutzutage gibt's auch so Bambini-Gruppen, da sind auch schon so 4-5-Jährige, die dann einfach so ein bisschen, ja, Bewegung, Körperland, so ein bisschen spielerisch, so ein bisschen raufen im Boden und so machen, aber damals, zu meiner Zeit, da eben musste man noch ein bisschen länger warten. Zu deiner Zeit heißt, erzähl mal ein bisschen was über dich persönlich, wie alt bist du, wo kommst du eigentlich genau her?
Ja, ich bin 31 Jahre, komme aus Backnang, das ist auch immer noch mein Heimatverein, wohne jetzt aber inzwischen in Sindelfingen. Hier ist ja die Außenstelle vom Olympiastützpunkt von Stuttgart, also Judo ist ein bisschen ausgegliedert. Genau. Ihr trainiert im Glaspalast dann, ne? Genau, richtig, mit den Leichtathleten. Ja, das wird vielen hier in der Region im Begriff sein. Der Glaspalast ist mit Sicherheit auch was, was deutschlandweit unter Leichtathleten mit Sicherheit bekannt ist, weil viele Leichtathletik-Meetings indoor da auch schon stattgefunden haben. Und da trainiert auch ihr. Genau, richtig. Angefangen als kleines Kind mit 6 Jahren. Wie stellt so ein kleines Mädchen fest, dass es doch recht talentiert ist in dem, was es tut, beziehungsweise wie verläuft so ein Karriereweg für jemanden, der vielleicht ein bisschen besser ist als andere in seinem Alter? Ja, also ich muss sagen, ich habe mich schon immer einfach gern mit den anderen in Anführungszeichen geprügelt. Im Judo, da schlagen wir ja nicht, sonst wird geworfen. Aber ich habe mich einfach mal gern mit anderen gemessen. Es gab auch Zeiten, da habe ich immer zu meiner Mama gesagt, ich möchte nicht ins Training, sondern ich möchte nur zu den Wettkämpfen. Die hat dann aber immer gesagt, wer zu Wettkämpfen will, muss auch brav ins Training gehen. Recht hatte sie. genau, und irgendwie lief es bei mir einfach schon immer auch ganz gut. Eben Training hat mir einfach immer Spaß gemacht und so dann die ersten Wettkämpfe. Irgendwie war ich immer so vorne mit dabei und ja, so hat sich das dann langsam ergeben. Bin dann auch mit 15 ins Nationalteam gekommen und ja, bei mir, als ich 16 war, genau, 2006, nee, was erzähle ich jetzt hier? Doch, war da Ja, Olympia? ja, ja. 2006 Warte war kurz. Nee, zwei. Olympia. Also wenn In Beijing, 20, warte kurz. Es ja. war 2020, dann muss 16, 12, 2008. So, Ja. jetzt. 2008 eben, da hat er von mir eine Vereinskollegin, damals noch Michaela Baschin, jetzt Michaela Semsch, ist da nicht zu Olympia gefahren und das, weiß ich noch, hat sich bei mir so eingebrannt, wie wir da alle zusammen saßen und diesen Stream angeguckt haben und sie so angefeuert haben und habe ich gedacht, okay, das will ich auch. Ja. Genau. Und bin dann eben auch auf die Sportschule dann nach Stuttgart gegangen, also nach der Realschule. Realschule habe ich noch ganz normal in Backnang gemacht. Hab dann gesagt, okay, Gymnasium mache, gehe ich aufs Sportgymnasium, damit ich einfach noch besser trainieren kann. Bin dann auf die Kotterschule nach Stuttgart. Hab da dann auch immer schon zweimal die Woche morgens trainiert und bin zweimal die Woche nach Sindelfingen gefahren. Und ja, als ich dann fertig war mit der Schule, habe ich eben mein Studium angefangen, aber auch eben begleitend zum Sport. Ja, und bin dann eben nach Sindelfingen auch gezogen, einfach damit ich alles noch näher habe und noch besser trainieren kann. Du hast dann auch beim Daimler deine duale Ausbildung gemacht, ne, dein Studium. Nee, ich habe mein Studium normal gemacht, an der FH in Esslingen. Die Okay. arbeiten auch mit dem Olympiastützpunkt zusammen und es ist leichter freigestellt zu werden. Ich konnte, hier, wir haben viele Labore gehabt, die konnte ich nachholen oder vorarbeiten oder was weiß ich. Ich hatte auch mal einen Prof, der das Labor ganz alleine mit mir zusammen nachgeholt hat. Also die waren da echt mega cool und haben das unterstützt. Und später habe ich dann, während meinem Master, habe ich angefangen, bei Daimler nebenher zu arbeiten als Werkstudentin. Und die haben das Was auch hast du mega studiert, unterstützt. Katha? Ah ja, stimmt. Ich habe Mechatronik, Elektrotechnik im Bachelor Okay. und dann Master habe ich Elektromobilität. Habe ich angefangen, habe es noch nicht ganz fertig, aber das musste ich jetzt erstmal ein bisschen hinten dran schieben. Und wie viele weibliche Kommilitonen hattest du an deiner FH in deinem Studiengang? Ich glaube, wir waren drei. Ja, ne? Auch da wahrscheinlich ein eher ungewöhnlicher Karriereweg oder Gang. Das ist auch Ja, nichts, auch. was jetzt unbedingt. Ja, doch, auch eher Mädels in der Unterzahl. Wie kam es, dass du dich dafür interessiert hast? Ich war schon immer technischer angehauchter, es hat mir schon immer mehr Spaß gemacht. Ich habe in der Realschule auch Technik gewählt damals und nicht hier Mumm, also Nähen und Kochen. Ja. Auch als einziges Mädel damals. Und weiß nicht, als ich kleiner war, habe ich meinem Vater immer geholfen beim Autos schrauben. Also eigentlich, weil ich so klein war und immer überall klein mit meinen Fingern hingekommen bin, aber das hat mir Spaß gemacht. Genau. Und immer schon, also ich gerne auf Bäume geklettert, irgendwo draußen, irgendwie mit dem Meißel irgendwas gemacht, irgendwas gesägt und so. Also irgendwie schon immer einfach technischer angehaucht gewesen. Ja, super cool. Kata, du hast mir gerade eigentlich schon eine super Vorlage gegeben für meinen ersten großen Schwerpunkt, den ich gerne setzen würde, und zwar die Olympischen Spiele.
Jetzt hast du gerade von deiner Vereinskollegin erzählt, dass die ein unglaublicher Antrieb für dich war, das eben auch schaffen zu wollen. Jetzt warst du bei den Olympischen Spielen. Erzähl doch einfach mal ein bisschen, wie es seitdem du dir das vorgenommen hattest, was dich da genau motiviert hat, was dich angetrieben hat, warum will man unbedingt zu den Olympischen Spielen und wenn man dann dort ist, ist es wirklich so, wie man sich das vorstellt oder eigentlich ganz anders? Ja, also es hat eine Weile gedauert, eben was ich aber erzählt, 2008 war das Ereignis und eben 2020 war es dann bei mir soweit, waren also noch ein paar Jahre. Genau, aber eben, was war mein großer Antrieb? Ja, einfach eben, dass ich das auch auf jeden Fall schaffen wollte, dass ich da zu Olympia wollte. Ich glaube, diesen Traum kann jeder, der so ja, besser ist, irgendwie nachvollziehen. Und gerade irgendwann, also gab es auch Phasen bei mir, wo es mal nicht so gut lief. Und da habe ich mich eigentlich immer so, sag ich mal, mit rausgekämpft, dass ich mir gedacht habe, ich habe da jetzt schon so viel rein investiert und ich weiß, dass es geht. Und das hat mich irgendwie angetrieben, dass ich irgendwie auch nicht wollte, dass, ja, alles, was ich geopfert habe, in Anführungszeichen, also ich habe es ja irgendwie auch gern gemacht, dass das in Anführungszeichen umsonst war. Das hat mich auch manchmal so ein bisschen angetrieben, dass ich gesagt habe, nee, ich habe da jetzt nicht so viel reingesteckt und ja, gebe da jetzt einfach so leicht auf, sondern ich habe einfach immer dran gedacht und gehofft, dass ich es schaffe und einfach alles dafür gegeben. Ach, man muss auch sagen, mir hat das Training auch eigentlich meistens Spaß gemacht. Also klar, es sind immer mal Zeiten dazwischen, wo man jetzt vielleicht nicht so gern irgendwie trainiert, wo irgendwas nicht passt. Aber Ja, klar. so im Normalfall macht es mir einfach auch wirklich viel Spaß. Und ja, ich glaube wirklich dieses, ja, dann irgendwie lief es dann irgendwann auch gut oder besser. Es war immer näher, dieses Ziel immer greifbarer und dann eben, sage ich mal, so auf dem Schlussspurt, dann ja, das treibt einen nochmal mehr an. Das glaube ich, ja. Und dann, Jetzt ja. sagtest du bereits, du hast immer auf relativ viel verzichten müssen. Ist da dieser Traum von Olympia schon so konkret, dass du sagst, okay, ich gehe halt nicht mit meinen Freundinnen in die Disco oder ich greife halt nicht zu Alkohol und Zigaretten und trainiere stattdessen 4, 5, 6, 8 Mal die Woche. Ist das schon so konkret oder beschreib mal deine Gefühle da in ja auch Jahren, wo man eigentlich das Gefühl hat, okay, man verpasst schon viele soziale Events auch. Ja, doch, also eben, es war schon eigentlich immer so, dass ich auf, ja, vieles in Anführungszeichen verzichtet habe, aber eben auch gern. Eben, ich hatte einmal so eine Phase, es war 2016, als ich es quasi 2016 nicht zu den Spielen geschafft habe. In dem Jahr habe ich auch meine Bachelorarbeit geschrieben und konnte mich da dann quasi mal auch eben ein bisschen rausnehmen aus dem Sport, weil eben Quali eh nicht geschafft und ich musste mich da einfach mal konzentrieren und ein bisschen mehr Zeit rein investieren. Und das habe ich auch beim Daimler gemacht und wir waren da eine richtig coole Truppe. Wir haben richtig viel auch miteinander gemacht, sind mal nach der Arbeit zusammen ins Freibad gegangen und so. Und da habe ich auch richtig gemerkt, okay, also selbst wenn ich es nicht schaffen sollte, irgendwie da ist auch ein Leben danach, wo mich auch erfüllen kann. Und da war ich echt auch so ganz kurz an so einem Moment, wo ich so überlegt habe, okay, soll ich da jetzt nochmal weitermachen oder nicht? Da hat sich dann auch einiges bei uns geändert. Also Bundestrainer hat sich gewechselt, mein Landestrainer ist gewechselt und so ein paar Sachen, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt sind die Weichen doch nochmal ganz anders. Ich probiere es jetzt nochmal. Aber ich hatte auch immer im Hinterkopf, wenn es irgendwie nicht klappt, dann weiß da gibt es was, was mich auch erfüllt. Und ich glaube, das hat irgendwie auch ein bisschen dazu beigetragen, dass ich irgendwie freier war und vielleicht Lockerer, auch, ne? genau, lockerer, die Wettkämpfe lockerer nehmen könnte. Und da war eben dann auch irgendwie dieser Knackpunkt, wo es dann plötzlich richtig gut lief. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich hatte die letzten 2 Jahre ja auch irgendwie so einen Aha-Moment, weil ich davor auch der Meinung war, neben meinem normalen Berufsleben, das ich schon auch hatte, ist so der Triathlon und der Ausdauersport das, was ich 100% machen möchte und was mich 100% erfüllt. Und mittlerweile ist es halt auch mein eigenes Business, das da in den Fokus gerückt ist. Und der Triathlon ist dabei noch existent. Ich trainiere ja auch weiterhin. Aber er überschattet eben nicht mehr alles. Und wer mich kennt jetzt schon einige Jahre, der weiß auch, dass ich auch aufgrund meines Sports und meiner Ambitionen im Sport auch schon und damals auch viel verzichtet habe und gesagt habe, ey, ich nehme das Ganze so ernst.
Ich bin jetzt nicht mehr zweimal am Wochenende unterwegs bis spät in die Puppen, unabhängig davon jetzt, ob ich was trinke oder nicht. Aber ich möchte am nächsten Tag fit sein. Ich möchte mein Wochenende nutzen, um gescheit trainieren zu können oder zu gehen. Da sind schon Entbehrungen mit dabei, die ich 100% nachvollziehen kann, klar. Ja. Jetzt hast du es dann schlussendlich geschafft. Du hast gerade mal kurz von der Qualifikation erzählt. Wie ist es bei euch im Judo? Da wird es ja keine festen Qualizeiten geben, wie jetzt zum Beispiel im Laufen oder im Leichtathletik, was du wirklich an ganz festen Metriken festmachen kannst, indem du halt sagst, okay, die 100 Meter musst du unter 11 Sekunden laufen, dann bist du mit dabei, sondern das wird ja bei euch wahrscheinlich anders laufen, ne? Ja, genau, das ist bei uns ein bisschen komplizierter. Und zwar, ja, die Quali-Phase fängt bei uns immer 2 Jahre ungefähr vor den Spielen an. Also jetzt die für Paris 24 hat jetzt auch gerade vor einem Monat angefangen. Geht dann über 2 Jahre. Quasi jetzt von diesem Jahr die Punkte zählen am Ende 50% und die vom Jahr direkt vor Olympia zählen dann 100% rein. Und je nachdem, wie hoch das Turnier ist, bei dem man kämpft, und je nachdem, welche Platzierung man macht, kriegt man verschieden viele Punkte. Am Ende werden diese Punkte zusammengezählt von den 2 Jahren und die besten 18 von der Weltrangliste, aber auch nur einer pro Nation, dürfen dann bei Olympia an den Start gehen. Also wenn von Ah, okay, Deutschland krass. jetzt genau 2 unter den besten 18 ist, dann darf nur einer. Und dafür darf dann quasi die Nummer 19 von der Weltrangliste noch kämpfen. Okay, also dann aber dann halt der bessere nach Punkte-Ranking wahrscheinlich, ne? Ja, meistens wird's schon eher so gemacht, aber manchmal wird auch geguckt, wer war jetzt zum Beispiel im Jahr vor Olympia, also bei den Turnieren kurz vorher am besten, wenn die Leute zum Beispiel sehr Okay. knapp, wenn die jetzt auf irgendwie 8 und 10 sind, dann wird geguckt, wer war jetzt in letzter Zeit besser oder wer hat die besseren Leute geschlagen. Ja, ist krass. Also ich kenne es aus dem Triathlon. Da war letztes Jahr sogar noch in deinem auch Lieblingsort Kienbaum tatsächlich ja ein Quali-Rennen für Olympia. Also quasi ein wirklich gut organisiertes und fest angelegtes Quali-Rennen, um die Plätze zu vergeben. Jetzt überleg mal, du hast 2 Jahre, 3 Jahre wirklich hart darauf trainiert, zu den Olympischen Spielen zu kommen und hast da halt mal einen schlechten Tag, was du auch eben mit drin haben kannst, dann ist dein Ticket halt weg, ne? Und da ist vielleicht so ein 2-Jahres-Zeitraum, über den die Qualifikation läuft, am Ende vielleicht sogar der fairere Modus. Ja, ich sag, man kann beides seine Vor- und Nachteile haben. Andererseits eben, wenn du einmal irgendwie deine irgendwie gewisse Weite oder sonst irgendwas gesprungen bist oder dir eine Zeit gelaufen bist und das Ticket sicher hast, ist natürlich auch Ja. schön, ne? Und dich dann irgendwie Ja, voll. das letzte Jahr irgendwie einfach nur aufs geile Training vorbereiten kann, so dass du dann am Olympiatag den Höhepunkt hast. Also, ich glaube, Ja. das ist einfach, ja, beides Vor- und Nachteile. Ja, mit Sicherheit. Jetzt waren die letzten Olympischen Spiele ja ganz besondere, denn sie haben eigentlich nicht 2020, wie ursprünglich gedacht, stattgefunden. Den Grund kennen wir alle, sondern ein Jahr später. Wie hast du die Nachricht damals 2020 aufgenommen und wie bist du damit umgegangen? Ja, also es war natürlich schon erstmal ein kleiner Schock. Also wir waren, also das mit Corona alles angefangen hat, waren wir gerade im Trainingslager, im Höhentrainingslager oder naja, im Condicamp in Spanien und hat es gerade so langsam angefangen. Wir sind dann extra noch ein bisschen länger dort geblieben, weil da die Trainingsmöglichkeiten noch besser waren und haben natürlich auch untereinander geredet und gesagt so, ach, so lange geht das alles eh nicht und Olympia, das ist das Ereignis, das kann man gar nicht absagen. Da hängt so viel dran, niemals. Also ich glaube, so wie irgendwie jeder Sportler erstmal gedacht hat. Und dann, als es immer so konkreter wurde, ist man natürlich schon so ein bisschen stiller geworden und hat halt trotzdem immer, wenn irgendwie Anfragen von der Presse oder so kamen, hat man immer trotzdem, nee, nee, das wird nicht verschoben. Und versucht sich da vielleicht selber irgendwie das einzureden. Und als es dann feststand, das war schon erstmal kurz so, okay. Alles klar, das Ereignis, was ich für das ich jetzt eben die letzten, keine Ahnung, wie viele Jahre alles gegeben habe. Und ja, irgendwie war man dann doch nicht ganz sicher. Klar, hieß es ist erstmal nur verschoben, aber keiner wusste irgendwas. Aber ich habe mich wirklich auch damit einfach, sag ich mal, über die Zeit dann weggerettet, dass ich mir gesagt habe, es ist nur verschoben, es ist nicht abgesagt. Und so lange habe ich gesagt, okay, dann gibt's für mich jetzt auch nichts, also irgendwie in ein Loch zu fallen oder nicht zu trainieren oder zu keine Ahnung was, sondern ich habe ja immer noch dieses Ziel. Es ist einfach nur ein Jahr später. Ich möchte da ja immer noch nachher vorne dabei sein. Also gab's für mich irgendwie gar nicht die Option, jetzt zu sagen, okay, ich trainiere nicht, das hat alles keinen Sinn. Für mich war das einfach nur, es ist verschoben, fertig und
dann nutze ich jetzt die Zeit so gut wie es geht und gebe alles, dass ich dann halt in einem Jahr fit bin. Ja. Hat euch da der Verband irgendwie psychologische Unterstützung an die Seite gestellt oder wart ihr da auf euch alleine gestellt und wie hast du da für dich das gelöst, rein mental gesehen jetzt? Also ich habe eine private Mentaltrainerin, mit der ich zusammenarbeite. Wir haben auch einen vom Verband, aber ja, der ist in Köln und ich arbeite lieber so ja von Angesicht zu Angesicht und arbeite mit der einfach gern zusammen. Und ja, ich habe mich auch schon mal mit der getroffen und wir haben ein bisschen drüber gequatscht. Aber wie gesagt, irgendwie hatte ich eh nicht dieses mentale Problem, was viele hatten. Ja, also Das man hat es hatte ich allen einfach halben wirklich schon mal gar gehört, nicht. dass ja, dass Leute tatsächlich in ein richtiges Loch gefallen sind. Ja, und irgendwie Ich das ist bei mir überhaupt gar nicht gewesen, weil wirklich, ich habe einfach mich irgendwie damit gesagt, okay, ja, nee, es ist nächstes Jahr fertig. Es ist ja nicht abgesagt, sondern nur verschoben. Und deswegen war das für mich irgendwie, ich weiß auch nicht, gar nicht. Nee, das ist ja auch voll schön, wenn man das so sehen kann. Ich war letztens auf einem Vortrag von Frank Stäbler, Ringer. Also, ich weiß nicht, kann man das sagen? Verwandte Sportart vom Judo? Wahrscheinlich nee, eher nicht, ne? Ja, nicht ganz, aber Aber klar. physiologisch definitiv ähnliche Anforderungen. Also auch beides megamäßig an Kraftausdauer zehrend. Und Frank Stäbler hat halt auch beschrieben, wie er das dann empfunden hat. Also er ist erstmal in ein richtiges Loch gefallen. Dazu muss man natürlich auch sagen, er hatte vor, seine Karriere nach Olympia zu beenden. Und er musste sich halt quasi noch mal ein Jahr motivieren und ein Jahr wirklich quälen. Und das ist ja auch tatsächlich eine Qual, so eine Vorbereitung. Das ist ja nicht immer nur, ja, Süßigkeiten essen beziehungsweise dann einen Erholungsurlaub machen, sondern es ist halt eiskalte und knallharte Vorbereitung. Ja, das stimmt. Aber ja, so ist halt doch irgendwie bei jedem anders. Und ja, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es ja so leicht weggesteckt habe. Ja, absolut. Vielleicht mal zu deinen Trainingsinhalten hinführen zu dann dem Ereignis 2021. Wie trainieren Judoka und wo liegen da die Schwerpunkte? Wir hatten es vorhin schon mal kurz vorm Laufen. Was macht ihr, wenn ihr trainiert? Also klar, Ausdauer gehört natürlich auch mit dazu. Einfach klassisch laufen, Radfahren, kann auch mal einfach irgendwie aufs Ruderergometer oder sowas oder aufs Airbike ein bisschen. Dann Aber dann machen im wir. Grundlagenbereich, quasi für die aerobe Ausdauer oder um Ja, was also geht's da? Ja. eigentlich schon. Also beim Laufen und so machen wir schon eher Grundlage, ja. Weil. Ja, man kann es dann doch nicht 100% auf die Matte bringen, weil auf der Matte ist es einfach nochmal so eine spezifische Ausdauer, sage ich mal, die man Ja. braucht. Und die machen wir dann eher über Zirkel oder einfach wirklich über die Randuris, also über die Trainingskämpfe. Ja. Und ansonsten eben, das gehört natürlich viel dafür, Techniktraining, Randuris. Dann mache ich viele Zirkel, ich mache auch so ein bisschen Richtung CrossFit, High Rocks. Sagt jetzt vielen Ja, das wahrscheinlich nicht, ist da gehört auch Laufen ja. dazu, leider. Ja. Genau, und sonstige, aber auch Schnelligkeitszirkel. Also bei uns ist auch sehr viel Explosivkraft. Natürlich normales Krafttraining habe ich vergessen, gehört auch ganz dazu, normal dazu. Also es ist super vielseitig. Also ich mache eigentlich so dreimal die Woche Krafttraining, dreimal Technik, zwei Randori-Einheiten, eine Zirkeleinheit und einmal laufen gehen oder irgendwie was Ausdauermäßiges oder auch mal bouldern oder irgendwie wandern oder so. Ja, cool. Also hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht, wie vielfältig das alles ist und was man da tatsächlich auch alles an Inhalten machen kann. Spricht ja aber auch für die Sportart, dass die in sich so vielfältig sein kann. Also Schwimmer zählen halt durchgehend die Kacheln, ne? Und das vielleicht noch in verschiedenen Stilen, aber ich selbst habe ja nicht Schwimmen als Teildisziplin. Das ist auch eins, wo ich sage, ey, da tue ich mich tatsächlich echt schwer, auch wenn man da natürlich die Technik trainieren kann. Aber am Ende bist du halt immer im Wasser und schaust nach unten auf die Kacheln und schaust halt, dass du dein Training irgendwie durchziehst. Ja, das stimmt. Nee, das macht bei uns echt Spaß. Also man kann so viel machen. Und ja, irgendwie bringt es einem, wie gesagt, wir gehen auch echt öfter mal irgendwie bouldern oder klettern. Und selbst das bringt dann eben was für die Fingerkraft. Und es ist halt trotzdem irgendwie mal was ganz anderes und macht mal Ja. Spaß. Und Ja. klar, man muss sich auch durch, in Anführungszeichen, langweilige Technikeinheiten oder sowas mal durchquälen oder so. Aber an sich ist Ja. es schon sehr vielseitig. Und unterscheidet sich dann das
Training im Übergang, in der Übergangsphase hin zu einer Zuspitzung zum Event, also beispielsweise den Olympischen Spielen, wird es da einfach noch spezifischer, indem ihr mehr Trainingswettkämpfe macht oder trainiert ihr eigentlich quasi das ganze Jahr so durch? Eigentlich, also bei uns gibt es auch von den Wettkämpfen her keine so richtige Saison. Bei uns gibt es das erste Turnier im Januar und das letzte im Dezember. Dazwischen gibt es mal irgendwie ein, zweimal einen Monat, wo jetzt nicht so viele Turniere sind. Und da gucken wir, dass wir dann da eben entweder irgendwie sowas wie einen Kondi-Kraftblock reinlegen können oder dass wir da jetzt zum Beispiel mal ein bisschen auf ein paar internationale Trainingslager gehen können, wo wir viele Randoris machen mit anderen Partnern, was auch wichtig ist, weil jeder kämpft unterschiedlich und deswegen ist eigentlich so wichtig, dass man mit möglichst vielen verschiedenen Partnern ja, kämpft und da verschiedene Sachen ausprobiert. Aber an sich, ja, habe ich zum Beispiel die Corona-Phase, habe ich dann wiederum gesagt, das ist jetzt mal eine Phase gewesen, wo ich auch vielleicht wirklich mal nochmal technisch arbeiten konnte, weil das, finde ich, kommt manchmal ein bisschen zu kurz, da man vorm Wettkampf. Da macht man nur noch mal die Sachen, die man eh schon kauft, wirft die noch mal durch, spielt es noch mal durch. Ich mache dann immer gerne noch mal ein bisschen weniger Kraft, bisschen mehr Schnelligkeitssachen, aber man arbeitet an nichts Neuem. Und das fehlt manchmal ein bisschen, weil da nicht so die Zeit dafür ist. Weil eben, wenn mal frei ist, dann machen wir eher ein bisschen mehr Kraftausdauer. Und das habe ich mir dann zum Beispiel gesagt, okay, das ist jetzt die Zeit, wir können eh irgendwie nicht mit anderen Partnern, man durfte mit einer Person was machen. Da habe ich gesagt, ja, okay, gut, dann ist das eben jetzt meine Chance, mich für Na cool. Olympia nächstes Jahr nochmal die Zeit zu nutzen und vielleicht nochmal ein, zwei neue Techniken zu lernen. Ja, und Also. es ist ja auch also mega, wenn man dann sagt, ey, man zieht auch noch was Positives aus so einer Zeit und schaut, dass man da quasi an sich nochmal arbeitet. Also mega. Ja, genau. Dann stehen die Olympischen Spiele kurz vor der Tür. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie nervös warst Boah, das ist du? saunervös. Zumal man für die Einreise 3 Millionen Zettel ausfüllen musste. Und gerade mit Japan, die sind ja super streng. Wenn da irgendwas falsch angekreuzt ist, dann kann man da nicht einreisen. Als wir Na hingeflogen krass. sind, waren mit uns welche, die konnten am Tag davor, wären die eigentlich geflogen sind, durften aber nicht rein, weil sie irgendein falsches Formular hatten. Und ey, Oh Gott. oh, wie oft wir da untereinander in unserer Gruppe gechattet haben oder telefoniert haben, und wie hast du das ausgefüllt? Was hast du da jetzt reingeschrieben? Ja. Ey, ich, also, Wie das war das Schlimmste. seid ihr mit dem Team Deutschland Flieger geflogen oder zeitlich versetzt? Nee, genau, wir sind mit einem Team Deutschland Flieger. Das war schon auch sehr cool, muss ich sagen. Schon in Frankfurt hat man irgendwie so alle, man zieht ja auch irgendwie alle die gleichen Klamotten an und sieht da die anderen. Und am Flughafen zieht man sich da durch die Warteschlangen und alle zusammen. Das war mega cool. Also eben, als wir dann im Flieger waren oder ich sag mal spätestens in Japan, als wir alles geschafft hatten, da war es dann auch so, okay, wir sind hier, wir haben es geschafft. Ja, cool. Vielleicht vorab für die ganze Zeit bei Ol den Olympischen Spielen größter Fangirl-Moment? Boah. Nee, muss ich sagen, hatte ich gar nicht so. Nicht? Nö. Wen hast du so getroffen? Den du bislang vielleicht nur im Fernsehen gesehen hast? Ja, Tennis, Zverev. Wen Oh, noch? okay. Ja, Also wen das haben wäre wir bei noch mir gesehen? definitiv, bei Jan und mir, glaube ich, ein Fanboy-Moment gewesen sein. Da hätten wir uns beide definitiv ein Autogramm abgeholt. Ansonsten. Boah, ich muss auch sagen, aber ich war da auch echt ein bisschen mehr in mich gekehrt. Im Ich habe Tunnel. versucht, mich gar Ja, nicht cool. so Ja. ablenken zu lassen, so irgendwie hypen zu lassen. Ich habe versucht, irgendwie mein Ding zu machen und eben nicht irgendwie ja, also eine Freundin von mir, die Theresa, die hat so ein bisschen irgendwie mehr, die hat gemeint, sie war schon ein bisschen erschlagen vom Dorf und irgendwie, ich habe mich versucht, das irgendwie nicht so nicht an mich ranzulassen oder halt versucht nicht Ja. so zu beeinflussen zu lassen, sondern einfach irgendwie cool zu bleiben, in Anführungszeichen, so gut wie es geht. Ja. Erzähl, wie verliefen die Wettkämpfe dort für dich? Wie ist deine Rückschau auf die Olympischen Spiele aus sportlicher Sicht? Ja, im Einzel lief es ja leider nicht so gut, habe ich meinen ersten Kampf verloren, war dann raus und ja, das war schon, man verliert nie gerne, aber bei Olympia ist es nochmal 50 Mal so schlimm. Ja, das glaube ich. Das Also, glaube ich. das ist wirklich, ja, da ist schon so ein bisschen
kurz eine Welt zusammengebrochen. Eben man arbeitet 1000 Jahre darauf hin und dann ist irgendwie nach einem Kampf vorbei. Das war Ja. schon hart. Das glaube ich. Ja, das War, sind. weil ich ja auch die Judo-Welt tatsächlich noch nicht ganz so durchdrungen habe. Ich arbeite dran, auch natürlich wegen dir, oder also überwiegend wegen dir, weil ich war nie ein Judo-Kenner, aber als ich irgendwann mal dann mit dir in Kontakt getreten bin und du ja dann auch Mitglied des Teams Fit und Fröhlich geworden bist, habe ich tatsächlich versucht, mich ein bisschen mehr reinzufuchsen. Deine Gegnerin dort war schlagbar oder, Ja, also, doch. Also ja. das eine Mal davor, wo wir gegeneinander gekämpft haben, zwei Chilenen, habe ich auch gewonnen gehabt. Ja, ich habe auch da an dem Tag jetzt nicht schlecht gekämpft, aber sie hatte dann irgendwie an einem Moment kurzen einfach cleverer gemacht als ich. Und ja, beim Judo kann es sehr schnell Schnell vorbei gehen, sein, ne? ja. Ja. Umso besser lief es dann für euch im Team, ne? Genau, richtig. Das war auch dann nochmal das Highlight. Ich glaube, und so der Trostpflaster für alle, bei denen es im Einzelnen nicht gut lief. Ja. Genau, da haben wir dann zusammen die Bronzemedaille geholt und das war natürlich schon mega. Also, ja, erste Olympische Spiele, Einzel, so, ja, schade gewesen. Ja. Und dann irgendwie doch noch mit der Medaille nach Hause zu fliegen, das war schon, ja, Ey, das war richtig geil. kann man gar Ich nicht hab so erklären. gefeiert und als ich dich da mit der Bronzemedaille gesehen habe, wart ihr nicht auch im Sportstudio dann oder irgendwie so in der Live-Schalte hinten dran? Ja, genau. Wir sind direkt von der Wettkampfhalle, mussten wir darüber fahren. Ja, genau, also und ich saß da und habe gedacht, ey, richtig, richtig geil, weil ich auch verfolgt habe, wie es dir ging und hab da mit gefiebert. Ich habe dann auch versucht, in der Zeit dich einfach in Frieden zu lassen, weil ich auch wusste, du kriegst wahrscheinlich einerseits super viele Messages und andererseits kannst du nicht noch mehr gebrauchen. Aber natürlich saß ich hier und habe das alles verfolgt und habe mich dann auch megamäßig gefreut, dass es dann doch noch mit einer Medaille geklappt hat. Ja, ich muss auch sagen, das stimmt, sehr viele Nachrichten. Und nach dem Wettkampf oder nach dem Tag hat man auch gerne aufs Handy geguckt. Ich weiß noch, nach meinem Einzel, ich habe das Handy 2 Tage nicht angefasst, keine Nachricht Ja, das. angeschaut, weil es Ja, einfach zu ja. hart war. Und irgendwie von Ja, jedem dann die klar. Nachricht zu lesen, oh, schade, aber es war doch schön, dass du dabei warst. Oh, das war, Ja, das nee. will man auch in dem Moment nicht lesen. Nee. Ja. Alles in allem eigentlich dann doch ein Happy End für dich, oder? Ja, doch. Also klar, also im Einzel wäre es einfach noch mal schöner gewesen, muss ich so sagen, weil wir sind ja doch eigentlich eine Einzelsportart, war jetzt auch Ja. das erste Mal Olympia, wo es Team gab. Und also ich mache diese Medaille nicht schlecht machen, aber irgendwie da wäre es natürlich schon noch mal geiler gewesen. Aber so, also auf jeden Fall. Also ich bin mega happy und das kann mir keiner nehmen. Definitiv nicht. Und jetzt, um vielleicht das Themengebiet Olympia abzuschließen, dadurch, dass die Olympischen Spiele ja jetzt ein Jahr verschoben waren, sind die nächsten in jetzt 2 Jahren. Sehen wir dich dort in Paris, quasi um die Ecke? Ich hoffe. Wie gesagt, die Quali-Phase hat jetzt gerade angefangen. Ja, geht jetzt die nächsten 2 Jahre. Ich werde mein Bestes geben und hoffe, dass ich in 2 Jahren da widerstehen kann, ja. Mega cool. Also vielleicht hast du dann auch die Chance auf Wiedergutmachung in deiner Einzeldisziplin. Und ich glaube, das komplette aus dem FF-Podcast-Team beziehungsweise die Community drückt dir jetzt nach der Folge mit Sicherheit die Daumen, verfolgt deinen Weg. Ich kann ja jetzt schon dazu aufrufen, folgt der Kata mal auf ihrem Insta-Profil und verfolgt ihren Weg. Das ist mega spannend und mega inspirierend und faszinierend. Und viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja auch im HYROX-Game unterwegs. Also Jan unter anderem als HYROX-Botschafter. Ich habe mich an dem einen oder anderen Wettkampf versucht und ja, auch du bist HYROX-Athletin und Botschafterin, lieber Ja, so sieht's aus. Habe ich Kata. nach Olympia habe ich gedacht, hier Judo, da habe ich dann doch mal irgendwie ein bisschen die Finger von gelassen, hat mir ganz gut Ja. getan. Aber ganz ohne Sport kann ich auch nicht. Und Ja. ja, hatte mit dem HYROX hatte ich irgendwann schon mal vor Corona gesehen und dann hatte das da wieder gestartet. Habe ich gedacht, ach komm, das probierst du mal aus. Das Game spiele ich auch noch durch. Genau. Aber ist Und cool, dann war. ich kann es nur empfehlen. Macht alle in HYROX. Definitiv. Wie war dein, wie war oder wo war dein erster Wettkampf? In Stuttgart.
Mega Yay, cool, Heimspiel. genau. Richtig, richtig. Ja, Ja. hatte eigentlich geplant, mit einer Freundin zusammen im Double anzutreten. Die hatte sich dann kurz vorher aber das Handgelenk angebrochen. Dann musste Eieiei. ich schnell umdisponieren, hab dann Miss Evi, oder? ja, genau, richtig. Musste dann Wie heißt schnell Miss Evi richtig? Eugenia Govulenko. Oh, also liebe Grüße und Shoutout an dieser Stelle an Eugenia. Wir kennen uns zwar nicht, aber ich kenne dich, also mehr oder weniger nur übers Profil von Kata. Aber schon viel gesehen, schon viel gelesen. Ich war doch jetzt auch auf dem Sportlerball mit dabei, ne? Genau, richtig, ja. Wir kennen uns, ist lustig, über Daimler, haben da zusammen als Werkstudenten Ach, gearbeitet. krass, Sie cool. kommt eben auch so ein bisschen aus der Fitnessszene, tanzt viel, macht Zumba, hat früher auch Hip-Hop und sowas gemacht und hat auch Kraftsport und so gemacht, haben uns einfach direkt super verstanden und seitdem eben auch über Corona fleißig miteinander trainiert und eben dann jetzt hatten danach auch dann nochmal einen High Rocks zusammen gemacht in München. Und Double, ne, dann Genau, jeweils. richtig. Und für dieses Jahr Hamburg sind wir auch schon angemeldet. Ey, dann sehen wir uns in Hamburg. Bist du auch da? Ja, logisch. Ja, cool. Ja, da Ja, bin ich aber gespannt. also, wir haben eine High Rocks Planung gemacht, also beziehungsweise Jan und ich haben mal darüber gesprochen. Jan hat, glaube ich, geplant, in Basel zu starten. So far, ich denke, das wird nicht sein einziger High Rocks Wettbewerb in diesem Jahr bleiben. Aber ich habe mich als Amateur und Laie schon mal um meine Wettkämpfe in diesem Jahr gekümmert, weil die High Rocks Saison steht eigentlich schon wieder kurz vor der Tür. Der erste Wettkampf in Basel ist in knapp 6 Wochen. Und ich habe mich für einen etwas späteren Zeitpunkt in Hamburg und Berlin entschieden. Also das sind meine zwei eingelockten Wettkämpfe für dieses Jahr noch. Cool. Berlin ist Ja, bei mir und auch in der Planung. Oder? Also es ist noch nicht ganz sicher, ob ich da kann, aber wenn, dann möchte ich da auch an den Start gehen. ja, also ich besuche dann einfach meine alte Heimat und verbinde das mit einem High Rocks Wochenende. Ich freue mich schon mega drauf und habe jetzt dann tatsächlich auch endlich wieder ein gescheites Trainingsziel noch für dieses Jahr, weil bei mir ist das Training halt gerade durch die ganze Arbeit bedingt schon auch zwar immer noch Bestandteil meines Alltags, aber so ein bisschen ziellos gewesen. Jetzt habe ich wieder wirklich konkrete Ziele und auch Bock, High Rocks dieses Jahr dann tatsächlich noch ja, da auch fortschrittlich anzugehen und meine Ergebnisse jetzt aus diesem Frühjahr, wo ich in Karlsruhe und Frankfurt gestartet bin, tatsächlich nochmal definitiv zu verbessern. Ja, das ist das Schöne, ne? Man weiß halt auch, auf was man sich eingelässt, ne? Und weiß, wo war man schlecht, was muss man verbessern. Ja. Schon irgendwie auch cool. Was ganz Ja. anderes auch Ja, das als wäre jetzt. Judo, ne? Wo man Ja, eben, genau. ja, kann man mal besser, mal Du schlechter, hast so jeder ist viele. anders. Da gibt's Genau, so also viel. du hast halt auch im Judo, ne, so viele Variablen, so ist es ja auch im Triathlon. Also, wie ist das Wetter? Wie ist die Strecke? Wie ist die Topografie? Also hunderttausende Variablen, die du da hast. Hast du eine Panne? Hast du vielleicht einen schlechten Tag? Im High Rocks ist das standardisiert, ne? Du hast eine Halle und der Parcours ist mehr oder weniger immer der gleiche. Und dann kannst du einfach loslegen und dann kannst du tatsächlich auch deinen eigenen Leistungsstand und Sport, das wirst du mit Sicherheit genauso sehen wie ich auch, ist eigentlich sowas von fair, weil das, was du eben reingibst, sprich, was du trainierst, kriegst du am Ende wieder raus. Ja, genau, das Und finde ich auch richtig cool dran. ja, und das fasziniert mich tatsächlich auch so an der Sportart. Meinen ersten High Rocks habe ich tatsächlich im allerersten High Rocks ja auch in Stuttgart gemacht. Ja, cool. Also ich habe Ja. erst spät gestartet, in Anführungszeichen, Ja. aber Ja. ja, mich hat es auch direkt einfach gepackt. Und wie du Dich hat's sagst, gepackt, ne? Ja. ja, und eben bei mir Sehen wir auch dich das dann auch mal Ziel. im Einzel, Kata? Ja, habe ich eigentlich auch vor. Aber bisher Ja, irgendwie geil. immer Leute da gewesen, die gefragt haben, hey, komm, ich will auch mitmachen. Aber irgendwie entweder sie trauen sich doch nicht alleine oder eben mit Effi zusammen. Wir wollten eigentlich gerne oder eigentlich, das ist so das Ziel, mal gucken, ob wir es jetzt vor Olympia noch schaffen, irgendwie, dass wir es vielleicht auch mal schaffen, uns für die Weltmeisterschaft zusammen im Double zu qualifizieren. Ja. Genau, dann müssen wir halt doch mal ein paar zusammen machen. Dann kann ich gar nicht so viele machen, weil Judo geht dann halt doch vor. Na klar. Das ist schon noch die Nummer eins. Ja. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn ich meine Judo-Karriere beendet habe, dass ich dann da vielleicht auch im Einzel noch mal ein bisschen mehr durchstarte, ja. Ja, mega cool. Also auch der Jan und seine damalige Partnerin hatten sich ja für Las Vegas qualifiziert. Oder Los Angeles, ne? War es LA? Ja, nee, Na. es war Las Vegas, war es jetzt Las dieses Vegas, Jahr, ja, genau, genau. siehst du, ja.
sind dann zwar nicht an den Start gegangen, aber auch seine Erfahrung ist eben, du müsstest dann auch öfters machen, um die ganzen Abläufe einfach einzustudieren und die Übergaben und so. Also das ist ja dann nochmal fast eine Disziplin, eine eigene, die dann dazu kommt, wenn man das Ding nicht alleine absolviert, sondern eben zu zweit. Ja, das stimmt. Eben, das Coole ist, bevor man ganz fertig ist, kann man es an den anderen abgeben. Aber ja, wie du sagst, wie wechselt man geschickt? Wann wechselt man geschickt? Wer fängt bei was vielleicht an? Wer macht wo mehr? Wer ist wo stärker? Genau, da muss man schon auch ein bisschen ausprobieren. Ja, es ist ein Aber Taktik-Game andererseits, auf jeden Fall. zusammen macht schon auch Bock, muss ich sagen. Ja, also da hast du dann halt wieder diesen Team-Aspekt drin, ne? Also doch irgendwo das Gemeinschaftliche. Wobei ich schon auch das Gefühl habe, und das macht die Events auch so ganz besonders, es ist einfach eine megamäßige Stimmung, eine richtig positive, geile Atmosphäre. Da feuert jeder jeden an, und möge am Ende eben der Beste und der Fitteste gewinnen. Das muss ich sagen, finde ich auch so mega cool dran. Das, wie du sagst, so diese Community ist so cool irgendwie. Ja, Ja, ja. eben, ich habe da jetzt auch echt schon ein paar Leute kennengelernt und dann irgendwie sieht man die auf dem nächsten Event wieder und direkt so, hey, na und, wie geht's dir? Ja, Alles fit? voll. Und eben, wie du Ja. sagst, jeder feuert jeden an, gibt dem anderen irgendwie noch Tipps. Also, es ist mega cool. Ja, die Vibes sind definitiv Ja, eben, richtig, es richtig ist stark. eigentlich ja ein Wettkampf, man tritt ja eigentlich schon irgendwie auch gegeneinander an und versucht ja schneller zu sein, aber irgendwie ist da so ein cooles Miteinander. Mega. Absolut. Ich habe mit Janja gewettet, also eigentlich sind wir beide der Meinung, aber ich war so kühn in der Prognose zu sagen, High Rocks wird olympisch werden. Was sagst du? Das wäre natürlich irgendwie auch cool, ja. Aber Wäre geil, ne? ich bin gespannt. Ich meine, sie nehmen ja immer wieder neue Sachen auf ins Ja, Programm. Wer ja. weiß. Ja. Das ist Ja, auf also jeden Fall gut messbar. in Tokio war es, glaube ich, Bouldern oder, ja, also ich meine Bouldern und Skateboard oder irgendwie so, was sie mit reingenommen haben. Also, Genau. Jetzt kommt ja irgendwie Breakdance oder sowas. Das ist, glaube ich, in Paris dann wieder. ja? Oder ja, irgendwie Aber, sowas. also, wenn nicht High Rocks, was denn dann? Also, wenn schon Breakdance mit dabei ist, dann würde ich auch High Rocks tatsächlich als olympische Sportart sehen. Und das Niveau ist ja mittlerweile unfassbar. Also, Hör mir auf. Wahnsinn, Hör mir auf, Wahnsinn. ich gucke mir auch Ja. immer, wenn ich mal nicht aber den Zeiten an, oder gerade jetzt natürlich Las Vegas habe ich mir auch mal ein bisschen die Zeiten angeguckt. Hör mir auf, also es ist schon, Ja, die Leute ist sind krass, ne? krass, muss man lassen. Ja. Also Ja. wirklich, Hut ab. Definitiv. So ist es, meine liebe Katha. Da du ja unwissend bist, was unsere Kategorien angeht, weißt du Gott. natürlich auch nicht, was abschließend immer als Kategorie kommt. So schlimm ist es gar nicht. Aber jetzt wird tatsächlich auch wieder deine Spontanität zur Prüfung gestellt. Und zwar mit der Frage, wer denn in der vergangenen Woche dein großes Vorbild war. Sprich, was ist dein Vorbild oder wer ist dein Vorbild der vergangenen Woche? Sind echt immer krasse Fragen hier. Wer ist mein Vorbild von Entschuldige, hier wird's vergangene deep Woche? aus dem FF-Podcast. Ja. Aus Kulanz dürftest du auch einen weiteren Zeitraum als nur die Woche, vielleicht so der vergangene Monat oder in 2022 bislang. Dann möchte ich sagen, die Anna-Maria Wagner, eine Judo-Kollegin, die hatte echt ein Cool. bisschen nach Olympia zu knabbern, mit ein bisschen, ja, ein bisschen Downs, und hat sich jetzt wieder zurückgekämpft und die Turniere, die sie dieses Jahr gemacht hat, hat die einfach auch so bockstark gekämpft und ja, das finde ich einfach krass, wie sie irgendwie doch aus diesem Loch wieder rausgekommen ist und ja, so abliefern kann. Ja, es ist schon krass, ne? Also das ist bei mir auch mal was, was ich unglaublich bewundere, wenn Leute sich aus dem eigenen Schopf mehr oder weniger aus ihren Tiefs herausziehen können. Und ja, also kann ich total relaten. Hatte das einen Grund, warum sie nach Olympia so ein bisschen in ein kleines Loch gefallen ist? Ja, einfach irgendwie, Olympia lief gut und sie wusste danach einfach nicht so richtig, was mit ihrem Leben anfangen, in Anführungszeichen. Nein, also es klingt so blum. Wusste dann eben auch nicht, ob sie nochmal weitermachen will oder nicht. Und ja, Ja. irgendwie einfach so, eben man hat dieses Ziel immer, auf was man hingearbeitet hat, erreicht und irgendwie, was jetzt? Ja, und das ist die Lehre, ne? Ja, Ja. genau. Ja. Kann ich total relaten, aber schönes Vorbild. Seid ihr auch Vereinskolleginnen?
Nee, aber also sie kämpft auch für Backnang in der Bundesliga, kommt aber auch aus Baden-Württemberg. Ja, Aus okay. Ja, Ravensbrück. sehr schön. Ah ja, wunderbar. Ja, dann senden wir an dieser Stelle liebe Grüße an die Anna Maria und hoffen, dass sie weiter am Ball bleibt, weiter fortschrittlich und fit und munter durchs Leben geht. Katha, vielen lieben Dank für diese jetzt Dreiviertelstunde deiner Zeit an diesem späten Montagabend. Weißt du, hattest einen harten Tag oder hast einen harten Tag hinter dir und morgen geht's auch schon wieder weiter. Super cool, dass du der erste Gast bei uns im Podcast warst. Ich kann tatsächlich noch gar nicht sagen, wann wir ausstrahlen, weil diese Woche steht mit Sicherheit noch eine Folge mit Jan auf dem Programm, denn der Jan war jetzt 3 Wochen auf Übungsplatz und wird damit sicher auch noch aus seinen Erfahrungen dort berichten, denn auch das ist immer was sehr bewundernswerten, wie ich finde, wenn man mal 3 Wochen wirklich aus seiner Komfortzone raus ist und versucht, aus der Situation dann das Beste zu machen. Und er berichtet da mal, wie er das angestellt hat. Ich glaube, er war sogar ein bisschen im Military Fitness aktiv. Und schau mal, wie er seine Form gehalten hat. Und auch er, wie gesagt, hat jetzt noch 6 Wochen bis zum High Rocks Event, dem ersten in Basel. Und da bin ich mal gespannt, was er so erzählt. Aber nichtsdestotrotz, eine super coole Folge, wie ich finde, mit Einblicken aus den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr und auch dem Ausblick auf das, was jetzt bis Paris so noch passieren könnte und deinen Aktivitäten im High Rocks. Katha, natürlich bist du der Gast und dir verbleiben die allerletzten Worte. Vielen lieben Dank, wie gesagt, nochmal für deinen Auftritt. Und dir ist die Bühne oder der Ring oder wie nennt man denn eure Wettkampffläche im Judo? Das heißt bei uns einfach nur die Matte. Also, Der. dir gehört die Matte an dieser Stelle. Vielen lieben Dank euch fürs Zuhören. Ihr wisst, wo ihr den Aus dem FF Podcast abonnieren könnt, denn überall da, wo es Podcasts gibt, schaut mal auf YouTube vorbei, nämlich da findet ihr uns auch. Und dann hört und sehen wir uns beim nächsten Podcast wieder. Vielen lieben Dank. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.